Hallo und herzlich willkommen zurück zu Grandia 2, dem HD Remaster. Wir sind auf Valmas Mond und stehen vor einer Tür zu Valmas Mond 3. Und wir hatten gerade einen Speicherpunkt und das finde ich immer sehr bedeutsam. Okay, große leere Fläche. Das mag ich gar nicht. In anderen Spielen würde ich behaupten, es handelt sich dabei um eine Arena. Aber... okay, Moment. Ich will mich jetzt hier erstmal orientieren, bevor ich mich hier... na gut, okay. Probieren wir jetzt mal Zap aus. Wir haben ja das neue Zap. Hihihi. So. Gucken wir mal. Vorher waren es zwischen 900 und 1000. Nett. Damit kann man doch ganz gut leben. Das ist ein schönes Power-Up. Super. Marek brüllt im Hintergrund noch, das wirst du bereuen. Und in dem Moment geht er drauf. Nicht Marek. Okay. Die nächsten. Auch wieder eine Initiative für uns. Was bedeutet, wir bringen dem Ganzen mal wieder ein schnelles Ende. Machen wir mal so. Die stehen ja alle ganz gut. Ich meine, ich finde es krass, dass es immer noch kein One-Hit ist bei denen hier, bei manchen, aber sehr schön. Gut. Oh, was war das? Hä? Ach, dann tauchen Monster auf, oder was, wenn man da drauf tritt? Moment. Hä? Muss ich da drauf treten? Ah, doch, sieht man, man muss wohl da drauf treten. Okay. Reicht nicht mehr für Initiative, ne? Nein, ich will... den. Machen wir das schön ordentlich. Ach Gott, das ist schon beruhigend. So. Toll. Naja, gut. Kriegen wir auch hin. Ich hasse es, aber wir kriegen es trotzdem hin. Boah, dem sein All-Healer ist viel mächtiger als meiner. Blödes Bumsgesicht. Da. Hast du die Rache dafür? Komm. Jetzt habe ich aber irgendwie das Bedürfnis, trotzdem noch auf alle möglichen Dinger hier am Boden drauf zu treten. Weil vielleicht kommt ja irgendwo ein Schatz raus. Es kommt nirgendwo ein Schatz raus, ne? Schatz raus. Unglaublich. Okay. Mondstein, flieg und sieg. Das macht schon. Du kannst es nicht anziehen. Aber du. Okay. Dann haben wir jetzt alle Knöpfchen gedrückt. Doch einen Helm passend zur Rüstung.
Okay, Reflekthelm. Was könnte das denn sein? Nein. So. Moment. Also es klappt. Nee, der ist schon zu weit. Das mit dem Blocken ist halt immer so eine Sache, ne? Also beziehungsweise mit dem Canceln. Es geht natürlich, aber das war jetzt doof von mir. Ich hätte besser aufpassen sollen. Aber wir müssen sowieso mal gucken, dass wir den Marek einfach mal einen Healer verpassen. Ich möchte das jetzt ungern mit der Tio machen, weil die Tio ja diese Stärke hat. Diese besondere Stärke gegen diese komischen Dinger da. Wie man sehen kann, und dementsprechend möchte ich sie gerne einsetzen. Wobei Marek sich auch selber hätte heilen können, klar. Aber habe ich halt nicht gemacht. So. So, der nächste noch. Es ist was, das muss ich ganz ehrlich sagen, das verstehe ich manchmal nicht. Weil manchmal schlagen sie drauf und schlagen daneben und manchmal schlagen sie drauf und rennen zu dem nächsten. Ob das auch irgendein Ding mit Statuswerten zu tun hat? Achso, da kam der Helm. Den Helm. Oh, Gottes Willen, den müssen wir noch anziehen, den Helm. Reflekthelm, was macht der denn? Sometimes reflects damage. Okay. Ist ja schon nicht falsch, ne? Da kommen wir her. Treten jetzt auf alle roten Knöpfe hier. Der ist neu. Hm. Dragon Knight. Na gut. Okay, die sind stark. Jetzt probieren wir es mal. Nee, keine Chance. Jo wird jetzt mal ein bisschen zaubern, dann gucken wir mal, wie die auf unser schönes Sepp reagieren. Nehmen wir mal den, weil der hat mehr. Den anderen haben wir ja schon drauf gekloppt. Okay, ja, die sind halt nicht empfindlich dagegen. Ich glaube, dass das aber jetzt halt wirklich doch nochmal gut was ausgemacht hat, weil wir halt diese Zauberverstärkung drin haben. Ja, die sind selber Stromelementar. Hätte bei Stram schon auffallen können. Hey, warum war der jetzt so schnell? Wow. Ich wollte gerade sagen, wir ignorieren das aber jetzt mal mit Marek, dieses minimale Problem. Oh, wir kriegen einen Stab. Dragon Wand. Okay. Einen Drachenzauberstab. Nutzen wir gerade nochmal Items für Marek. Hier war irgendwie eben was, was ich gesehen habe, was okay war, wo wir noch relativ viele von hatten. Hier irgendwie. Healing Fruit haben wir relativ viele von, aber wir hatten eben. Was war denn das nochmal? 50 MP, All MP. Die ist zum Verkaufen. Nehmen wir mal die jetzt. So, ist doch gut so. Ich hasse das, wenn das hier so undurchsichtig ist, dass man halt einfach überhaupt nicht sieht, wo man hin muss. Finde ich echt furchtbar. Nein. Und sie stehen alle noch. Doch, einer ist weg. Okay.
for no real challenge. Wieder einer mit Level Up. Irgendwie finde ich. Oh Gott, Mann! Der hat kein Feuer, ne? Ich will halt gucken, dass es ein bisschen schneller geht. Can say can slash! So. Mach das mal. Red. Läuft doch. Das ist so schön. Schnell sie ausweicht, man sieht sie immer ausweicht. Ich finde Tio cool. Ich mag Tio am liebsten. Nächstes Level Up. Okay. Hab überhaupt keine Ahnung mehr, wo ich bin. Ich könnte jetzt auch nicht sagen, ich bin richtig, ich bin falsch, ich bin vorne, ich bin... Ich weiß überhaupt nichts mehr. Der ist wieder dingsig. Das kriegen wir schon hin. Sie kriegt ihn tot. Marek ist schon übel eingeschränkt durch dieses Vakzin. Das war Panacea? War das das hier? Ne, Allstar, das ist alles okay. Vakzin war das. Ach Quatsch, Vakzin. Ist egal, ihr wisst, was ich sagen will. Er ist nicht durch das Vakzin eingeschränkt, er ist natürlich durch diesen Virus eingeschränkt oder was auch immer das ist. Oh, das ist ein Bäumchen. So, ich meine, Marek ist so schon nicht schnell, aber das hat ihn jetzt nochmal wesentlich langsamer gemacht. Nächster Level Up. Alle auf 48. Gerade noch mal gucken hier. Weil das denke ich mir nämlich. Hier liegen nämlich zu gute Items rum. Und alle jetzt. Oh, sie rennt zurück. Aber Item. Golden Potion. Das war's, mehr nicht? Na gut, macht's einfach. So, da oben liegt auch noch was Tolles. Da kommen wir aber von hier aus nicht hin, würde ich sagen, oder? Kann man hier irgendwo die Wand hoch? Nein. Wer weiß. Die nächsten bitte. Auch wieder was, wo man keinen genauen Zauber drauf sprechen kann, weil es zwei verschiedene Empfindlichkeiten sind. Auf Tio oder was? Ah, jetzt wird sie zurückgeworfen. Sie war gerade am Töten. Naja, okay. Das hat trotzdem geklappt. Dann wirst du jetzt halt getötet. Ist mir auch recht. Jeder kommt mal dran. Der ist jetzt fertig. Gehen wir auf den nächsten. Ah, Glück gehabt. Gleichen ausgewählt wie Marek. Ja, super. Ach, zum Glück. Hilfe.
Hier geht's doch weiter, aber der Pfeil zeigt in die andere Richtung. Das irritiert mich. Ach so, das war doof. Naja, wohl. Wir wollen ja Punkte. Blocknädle. Das Nädle. Okay, jetzt machen wir es aber fertig hier. Sehr gut. You better practice if you want to beat me. Ja, ha, ha, ha. Kriegen nichts dafür. Moment. Oh. Geld. Was wir vielleicht gar nicht mehr brauchen. Ich habe halt so dieses Gefühl, dass wir halt am Ende des Spiels angekommen sind. So. Das machen wir wieder ein bisschen in der schnelleren Variante. Zum Glück geht das ja. Sehr schön. Ah, zwei diesmal. Die Quote wird besser. Ah, befriedigende Musik, wenn man das problemlos abgeschlossen hat. Das ist ja toll. Okay. Steht einfach mal so eine Potion rum. Ach, ist das toll, dass das hier alles so perfekt aufeinander abgestimmt ist. Auf diesem Mond. So, da liegt wieder was. Lasst mich, lasst mich! Mist, 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 da habe ich doch von hinten, ne? Scheiße! Ach, Mann. So, was die können, kann ich schon lange. So, sie haut auf jeden Fall auf einen von denen hier. Weil das ja halt auch wirklich schon, klar, das friert einen ein und deswegen macht die Aktion langsamer. Das macht schon Sinn, ne? Aber es ist halt doch sehr, sehr leicht zu verwechseln mit einer tatsächlichen Attacke, die halt wehtut, sag ich mal. Gut, wir machen jetzt erstmal den hier platt. Weil er ja immerhin heilen kann. Die Heiler müssen immer zuerst sterben. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz. Ah, schon wieder. Ich habe hier neben mir Pudding stehen. Immer. Okay, ich muss immer so nebenbei ein Auge auf diesen Pudding haben. Weil mein Kater liebt solche Sachen über alles. Okay, Meteor Scroll Moonlight Tiara. Okay, dann gucken wir doch mal direkt nach. Weil wir müssen eh in die Items, denn wir müssen ja ein Vakzin verteilen. Und so, wir haben jetzt die ganze Zeit diese Golden Potion. Alle SP. Okay, das ist natürlich nicht schlecht. Hier sind die Hafen. Okay, in Ordnung. Equip. So. Nee, nee, das war jetzt eher was für sie, was wir hier gekriegt haben. Was ist, ne? Ich weiß jetzt gerade wieder nicht, was das hätte sein können. Na gut. Vielleicht war es auch gar nichts. So, da ist die Brücke. Dann sind wir ja schon dort, wo wir hin wollten. Einmal hüpfen. Das ist so geil, wie die Beine so nach vorne ziehen. Ah, die nächsten. Ihr wart feuerempfindlich. Ihr bekommt Feuer. Ja, die stehen wieder zu weit auseinander. Flame. Schade.
gedacht, der schafft den jetzt. Ach, Marek. Du Ponöpel. 5 Stück übrig gelassen. Die hättest du auch noch schaffen können. Unfucking fassbar. Also nochmal. So, mach dich mal nützlich. Auch so geil, wenn man sich so Marek so ein bisschen als Heiler vorstellt. So mitten im Kampf, ne? Man liegt so am Boden, verwundet, möchte so ein bisschen betüttelt werden, braucht so ein bisschen Mitleid. Den Lebenstrank! So, okay, ist ja cool, ich werde hier schon wieder gesund, es tut mir leid. Ah, wieder ein Speicherpunkt. Was könnte das bedeuten? Da mir leider aus irgendeinem unerfindlichen Grund die Zeit dieser Episode nicht angezeigt wird, muss ich jetzt schätzen. Ich schätze mal, dass keiner kommt. Nee, ich habe keine Ahnung, bei was für einer Zeit wir sind. So. Was ist das für ein Ort? Ryoro, schau, Elena! Sera ist bei ihr. Elena! Die Welt hat sich stark verändert und ist jetzt anders durch den Verlust des Lichtes. Die Zukunft ist bereits geschrieben worden und es ist die der Dunkelheit. Ohne das Licht leidet die Seele und wird zur Dunkelheit hingezogen. Sie möchte mehr als die leeren Lehren, also eine mit E, das andere mit EH, von Granas anbieten können. Nichts kann die Welt mehr retten, außer die Wiederbelebung von Weimar. Denn alles, was ich bisher für heilig hielt, alles, wofür ich gekämpft habe, war für nichts. Hau ihm doch deinen Stock über den Schädel! Du machst einen Fehler. Deine Taten haben mir sehr gut geholfen. Aber warum machst du dir Sorgen? Warum machst du dir immer noch Sorgen? Was verstört dich? Ich wollte die Menschen retten, aber jetzt? Du hast nichts getan. Du hast nichts weiter getan, als etwas zu ihrer Bürde beizutragen. Dein freundliches Herz hat ihnen nichts außer Schmerz gebracht. Ich wollte doch nur den Tag der Dunkelheit, ich wollte nicht, dass der Tag der Dunkelheit kommt. Ich wollte, dass Weimar geht. Ich habe sogar Ryudo angelogen. Lass mich dir sagen, warum du leidest. Deine Gebete sind leer. Das Zeitalter der Wunder ist längst vorbei. Also habe ich einen toten Gott angebetet. Ist es hoffnungslos? Ja, es ist schmerzhaft. Das weiß ich nur zu gut. Aber dein Leiden hat jetzt ein Ende. Komm, ich werde dir Frieden geben. Ich habe keinen Grund mehr zu leben. Sehr gut. Ich werde dich von der Quelle deines Übels befreien. Ich werde die Flügel von Weimar aus dir entfernen, die du so sehr verabscheust. Verdammt, geh weg von Elena! Oh, jede Menge Gesichter. Mit Armen. Unsere Aufgabe wird schwerer, als dass ein Fluss rückwärts zur See fließt. Oh mein Gott. Mir ist es egal. Alles, was sich in meinen Weg stellt, bekommt 3 Fuß langen Stahl in seine verdammte Kehle. Alles. Es kommt. Früh gemerkt, Tio. Los geht's. Was? Oh, das ist laut. Wow, war das laut. Okay. Was haben wir denn hier? Egg Guardian. Irgendwie habe ich einen spektakuläreren Namen erwartet. Also haben wir einen Eierwächter.
Doch, Beast King Smash ist richtig. Sworn enemies, you shall be defeated! Take that! Nimm dies! Dragon Slash! Wow. Nicht schlecht, Ryudo. Nicht schlecht. Machen wir mal Tornado. Wie viele einzelne haben wir denn noch? Ja. Beast King Smash! Release Wind. Sehr schön. Gut, jetzt haben wir nämlich nur noch den einen. Und der kriegt trotzdem die starken Sachen. Aber jetzt ist es besser, dass wir nicht mehr so viel auf die Schnauze kriegen von den Kleinen nebendran. Gut, 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 gut. Dann machen wir das jetzt. Quatsch. Doch, so, so, so. Here goes. Eierwächter. Okay, was probieren wir denn jetzt als nächstes? Wir haben ja nur Sepp. Dann kriegt er Sepp. Ich hätte vielleicht warten sollen und Fall Healer machen. Mal gucken, wie stark der Kerl ist. Ja, das ist okay. Damit kommen wir klar. Ach Mann, macht das immer falsch. Beast King Smash! Here goes! Feini Feinchen. Er ist schnell, das muss man ihm lassen. Aber, oh, schade. Lotus Flower. Oh doch, wir sind schneller. So, damit sind die SP auf den Seiten alle leer. Ich habe jetzt nicht aufgepasst, was Sepp gebracht hat. Hast du was gebracht? Scheiße. Oh, Tensei Slash geht noch. Tensei can slash! Sehr gut. Probieren wir das mal. Was? Oh. Okay. Ich wollte eigentlich kein Feuer mehr hier oben benutzen. Naja, Gott. Wer weiß das schon? Wer erinnert sich schon an das, was er in der vorherigen Folge gesagt hat? Ich muss mal meinen Pudding essen zwischendrin. Aber ich bin nicht so... Ich finde, der schmeckt nicht so. Muss ja leider ganz ehrlich zugeben.
Und dann haben wir ihn fast. Na gut, das überleben wir nochmal. Sehr schön. Kriegst du den nochmal? Darf das nur nicht nochmal machen. Das wäre doof. Also ich habe jetzt darauf gesetzt, dass wir ihn jetzt besiegen. Okay, ich habe mich geirrt. Das ist nicht gut. Scheiße. Wir gehen drauf. Nee, Dings könnte überleben. Tio könnte überleben. Oh mein Gott! Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Okay. Please, take this. Nur noch das. Ich habe nur noch eine einzige Möglichkeit. Ich muss auf Risiko gehen. Ich muss auf Risiko gehen. Er ist aber schneller als ich, ne? Risiko. Er ist schneller als ich. Ich habe verloren! Systems inoperative. Scheiße. Unser erstes Game over und ich war mir so fucking all sicher, diesen Typen fertig. Powering down. Sollte man gegen den verlieren? Oder ist das einfach so ein langsames Game over, damit man ja nochmal sieht, wie scheiße man war? Ja. Ihr seid alle tot. Okay. Nochmal! Muss mehr aufs Heilen achten. Wir waren hier oben irgendwo, ne? Hab ich vergessen zu speichern? Oh Gott. Oh Gott, jetzt habe ich gerade echt gedacht, ich hätte vergessen zu speichern. Dann habe ich das aber geheult. Dann habe ich das aber wirklich geheult. Dann hätte ich jetzt echt geheult. Okay, ja gut, ich meine, das Einzige, was war, was falsch war, war ja klar, ne? Okay, kann ich das abbrechen? Hallo, kann ich das abbrechen? Nein, ich drücke jetzt alles einfach ganz, ganz schnell weg. Und ich habe mich noch drüber lustig gemacht, dass er Eierwächter heißt. Er ist ein ziemlich guter Eierwächter. Ja, also ich könnte es jetzt nochmal übersetzen, aber das mache ich nicht. Ich drücke es jetzt. Ich kann es auch nicht komplett wegdrücken. Also es geht leider nicht. Man muss nochmal durch. Okay. Ich überlege tatsächlich, ob ich es rausschneide, aber damit es nicht ganz so langweilig wird. Aber ja, vor allen Dingen von der Zeit her. Ich weiß nicht, bei welcher Zeit wir jetzt momentan sind. Ich wette, wir haben schon voll die ewig lange Episode. Naja gut, ich werde mal gucken, dass wir es mit dem Kampf beenden dann. Also, den werden wir jetzt schaffen. Wenn wir ihn nicht schaffen, dann ist doof. Aber ziehen jetzt durch. Ja, bla bla bla. Geh weg von dir, mach das sowieso nicht. Und der Eierwächter. Versuchen wir es nochmal. Okay. Los geht's. Hallo. Laut.
Okay, das hat er eben nicht gemacht. Das hat er eben nicht getan. Release Wind. Shitkack. Okay. Kack. Sworn enemies, you shall be defeated. Take that. Sky Dragon Slash. Gut. Ich versuche das jetzt ein bisschen anders ranzugehen. Und zwar versuche ich jetzt wirklich die Powerzauber zu sprechen. Weil ich glaube, das zieht mehr ab. Also sein Beast King Smash zieht, glaube ich, 1,4. Was zieht Crackling? ...1,5. Ja gut, das macht den Bock jetzt auch nicht fett. Here goes. Das Einzige, was wir gucken könnten auch noch, wäre, ob wir ihn langsamer kriegen. Jetzt schon? Warum denn jetzt schon? Sworn enemies, you shall be defeated! Take that! Sky Dragon Slash! Ich habe eine andere Idee noch. Tatsächlich noch eine andere Idee. Here goes. Ich spreche jetzt wenig, weil ich denke. Und zwar... Wo war das denn nochmal? Haben wir einen Heiler dabei. Das ist echt assi. Das ist echt assi. So, Moment. Blocks Magic. Revives. Lower Strength. Lowers Defense. Drops Action. Drops Movement. Feel the power of nature. Das hilft so gut wie gar nichts. Ich muss uns irgendwie hochkriegen. Das ist jetzt echt schwierig, weil ich jetzt nicht weiß, ob ich wirklich... Viel langsamer wird er dadurch nicht sein. Wo ist denn jetzt Marek schon wieder hin? Wir gehen schon wieder drauf, ne? Alter Schwede, ey, das darf doch nicht wahr sein. This should help.
will nichts, ich hab nichts zu sagen gerade. Es hilft aber nicht. Versuchen wir es mal so. Oh Gott. Das ist halt echt kacke. Weil, wie gesagt, wenn man ihn cancelt, gut, vielleicht macht er dann was anderes, ne? Aber man sieht ja, man selber fliegt so nett zurück. Kein gutes Gefühl. Jetzt ist er wieder auf der gleichen Geschwindigkeit. Wow! Okay, naja, zumindest bringt er sich selber um. Jetzt bringen sie sich alle selber um und alle an Ryudo! Irgendwas getan? Der hat noch 6000 Mann. Can slash. Oh Gott, ey. Voltage 570. Ich weiß nicht, was ich... Oh, okay. Okay, das ist mir recht. Das ist mir tatsächlich sogar recht, dass er das tut. Okay, haben wir ihn jetzt? Oh Gott! Oh Mann. Was für eine Scheiße. Alter Schwede, ja gut. Wahrscheinlich hätte ich eben das Heilen sein lassen sollen und einfach draufkloppen. Aber egal. Es ist geschafft. Ach gut. Elena. Ja, wir machen aber beim nächsten Mal weiter, weil ich bin mir sicher, dass diese Episode schon viel zu lang ist. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Durchhalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.